Hallo und willkommen bei tooltime.de, eurem IT-Kanal im Internet. Toll, dass ihr das Video angeklickt habt. Hier in diesem Video habe ich vier verschiedene Notebooks, die haben alle eine Gemeinsamkeit. Die haben alle irgendwo eine defekte Grafikkarte und da will ich mal zeigen, wie man das erkennt, ob man das reparieren kann, mit welchen Kosten das verbunden ist und grundsätzlich, ob es überhaupt technisch möglich ist. Interessanterweise zeigen die ja alle ein Bild und solche Defekte, die fallen noch nicht mal auf den ersten Blick auf. Die können sich auch im System abstürzen, äußern und da zeige ich mal, wie man das jetzt hier feststellt. Das Notebook hier ganz links, das ist ein Gaming-Notebook, das ist ein Dell Alienware und da ist ein Intel Core i7 drin, das sieht man hier oben. In diesen Intel Core i-Prozessoren ist ja immer eine eigene Grafikkarte drin, so eine Intel HD-Grafikkarte. Und dieses Gaming-Notebook hat nochmal eine eigene Grafikkarte eingebaut. Also die kann man rausnehmen, die kann man einbauen, die kann man auch austauschen. Also hat zwei Grafikkarten. In dem Fall jetzt ist es eine ATI und dann eben noch die Intel dazu. Das kleine Notebook hier, so ein Netbook, das hat nur eine Grafikkarte. Da ist auch ein Intel-Prozessor drin und zwar ein Intel Atom. Da ist auch eine Grafikkarte eingebaut in den Prozessor. Und wie man sieht, gibt es hier ein Bild, aber da gibt es noch einen Fehler und den zeige ich gleich mal. Das Notebook funktioniert ganz einwandfrei stundenlang, aber dann gibt es ein Problem mit der Grafik, wenn man bestimmte Einstellungen vornimmt. Hier ganz rechts auch wieder ein Dell Notebook. Das war auch ein bisschen teureres Gerät und da sieht man direkt schon, okay, hier gibt es einen Grafikfehler, hier gibt es Streifen und irgendwelche Muster. Direkt schon beim Einschalten, ich habe das Notebook eingeschaltet, habe diesen Post-Screen mit Pause angehalten und dann kann man das auch hier fortsetzen und kann mal ins BIOS gehen und da sieht man dann gleich, dass auch im BIOS dieses Problem vorhanden ist und hier hat es einen ganz leicht erkennbaren Grafikdefekt. Das vierte Notebook, das ist ein Acer Notebook, das ist so ein Mittelding zwischen Office Notebook und Gaming Notebook, hat einen Intel Core i5 drin, auch natürlich eine eingebaute Intel HD Grafikkarte, gleichzeitig aber hier noch eine Nvidia, eine GeForce GT 540M mit 1 GB eigenen Speicher und hier sieht man, funktioniert ganz gut, man darf eben nur nicht jetzt hier diese Nvidia versuchen zu aktivieren, also auch hier zwei drin. Und da zeige ich als erstes mal den Fehler von diesem Notebook. Bei dem Acer gibt es erstmal keine Auffälligkeiten, wenn man das betreibt. Und da ist Windows 10 drauf installiert. Läuft auch ohne Probleme, gibt keinerlei Fehlermeldungen. Ich gucke mir hier mal den Gerätemanager an. Das Notebook selber hat 4 GB RAM, hat einen Core i5, also ohne Probleme, ganz unauffällig. Und hier sind einige Treiber nicht installiert. Das ist irgendein Kartenleser. Das ist aber nicht weiter schlimm. Ich gucke mir mal die Grafikkarte an. Und hier ist aktiv die Intel HD Graphics 3000. Und so funktioniert das Notebook auch problemlos tagelang. Und da ist Windows 10 drauf installiert und auch Windows 7. Und das ist im Dual Boot installiert. Beide Betriebssysteme gehen. Aber dennoch ist die Grafikkarte defekt. Wenn ihr mal Probleme habt mit eurem Notebook oder eurer Grafikkarte im Notebook, dann könnt ihr testweise immer noch mal Windows 10 und Windows 7 abwechselnd drauf installieren. Und da kann man immer mal schauen, ob es am jeweiligen Treiber liegt. Hier ist Windows 7 drauf, kann ich noch mal testen. Auch bei Windows 7 habe ich im Gerätemanager meine Intel HD Graphics 3000, wird richtig erkannt. Und hier ist ja noch die Nvidia drin. Und ich fahre das Gerät mal runter und schalte die im BIOS ein. Wenn ihr ein Notebook habt mit mehreren Grafikkarten, dann sieht man das meistens an den Aufklebern. Hier zum Beispiel hat der Hersteller einen Nvidia-Aufkleber drauf gemacht. Links daneben ist der Core-i-Aufkleber. In dem Core-i ist eine Grafikkarte drin und dementsprechend hat dieses Notebook 2 und bei euch ist es dann genauso. Ich habe das Notebook eingeschaltet und gehe direkt ins BIOS rein mit F2 und eben hat man den Post-Screen gesehen. Das ging recht schnell, hat also scheinbar keine Probleme gefunden und hier kann ich mir angucken, was hier drin ist. Der Intel, dann hat es hier die Western Digital Festplatte, die eingebaut ist und die Grafikkarte, die im BIOS aktiviert ist, das ist die Intel. Hier steht dann V2119 und ich kann hier in einem anderen Menü aber den Grafikmodus ändern. Hier Graphic Mode Integrated steht hier. Da kann ich runtergehen und kann dann anklicken Switchable. Das heißt, im BIOS wird jetzt umgeschaltet auf die Nvidia-Karte. Diese Meldungen im BIOS, die können immer anders sein. Und um die Nvidia zu aktivieren, muss ich hier auf Exit gehen.
und das Notebook neu starten. Jetzt hat sich es neu gestartet und da kommt jetzt der Power-on-Self-Test, also Post-Screen auch genannt. Man sieht schon, jetzt dauert es irgendwie ganz schön lange und der will weder weitermachen noch ins BIOS gehen. Ich drücke mal auf F2. Ich möchte also jetzt wieder ins BIOS und mir das da angucken und hier steht dann Please Wait. Und das kann eine ganze Weile dauern, weil irgendwo findet er jetzt irgendeinen Defekt. Hier wird der Bildschirm dunkel und hier oben ist der Cursor. Und da warte ich jetzt mal, bis er ins BIOS geht. Jetzt ist das Notebook ins BIOS gegangen. Das hat aber jetzt ungefähr so eine Minute gedauert. Wenn man sich hier die erste Seite mal anschaut, dann stellt man hier fest VGA BIOS Version Intel und dann hat es hier nochmal die VGA BIOS Version, die PCI Express Grafikkarte Nvidia. Die ist also jetzt aktiv, aber wenn man genau hinschaut, den einen oder dem anderen ist es wahrscheinlich schon aufgefallen. Was fehlt, ist hier oben die Festplatte, die hat er jetzt nicht mehr gefunden. Bei diesem Notebook habe ich also einen ganz verrückten Grafikkartendefekt. Das Notebook funktioniert mit der Intel einwandfrei. Sobald man die Nvidia aktiviert und einschaltet, ist die Festplatte weg. Dann will er auch nicht mehr booten. Ich kann mal auf F10 gehen und kann mal versuchen, hier zu booten von der Platte. Aber das wird nicht funktionieren, weil er die Platte als solches schon gar nicht mehr findet, wenn die Nvidia aktiv ist. Und das Einzige, was man machen kann, ist hier die Nvidia wieder ausschalten und dann funktioniert das Notebook wieder auch tagelang mit Windows 10 und Windows 7. Man darf nur nicht den Fehler machen, diese Nvidia, die eingebaut ist, zu aktivieren. Jetzt hat mir mein Notebook alle Bootmedien angezeigt, die ich zur Verfügung habe. Da sind nämlich gar keine hier. Ist komplett weg und ich starte das mal neu. Gehe wieder ins BIOS. Das dauert natürlich auch ein bisschen mit F2. Und irgendwo hängt es da schon. Und wenn ihr so ein Problem habt, dann guckt mal, ob bei euch nicht vielleicht die Grafikkarte kaputt ist. Könnte natürlich auch eine andere Komponente sein, die man im BIOS ein- oder ausschalten kann, die hier so ein Notebook blockiert. Jetzt bin ich wieder im BIOS, hier Intel und Nvidia. Ich gehe hier auf Graphic Mode, schalte die Nvidia aus, sage nur Integrated. Jetzt kann man hier drüben gucken, die Nvidia ist hier verschwunden. Ich gehe auf Exit und boote mal neu. Und das Problem ist direkt verschwunden. Jetzt kommt der Post-Screen gleich. Das geht ganz schnell, zack. Und jetzt bootet er von der Platte mein Windows 10. Das Interessante bei diesem Notebook ist, dieser Fehler mit der Nvidia, der hat sich verändert. Ich benutze das Notebook so seit einem Jahr ungefähr und vor einem Jahr hat die Nvidia tatsächlich noch funktioniert. Man konnte die einschalten, konnte da auch Spiele drauf spielen. Da sind noch ein paar installiert hier oben. Und nach ungefähr einer Stunde ist aber das Notebook dann abgestürzt. Dann gab es einen optischen Grafikfehler und dann gab es einen Bluescreen und dann hatte ich im BIOS die Grafikkarte ausgeschaltet. Und dann, siehe da, dann ging es mit der Intel. Und jetzt ungefähr nach einem halben Jahr, ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr später hat sich der Fehler verändert. Jetzt kann man die Grafikkarte, diese Nvidia, im BIOS noch nicht mal mehr einschalten und dann findet er schon keine Platte mehr. Also hier hat es definitiv einen Grafikkartendefekt von der Nvidia, die da eingebaut ist. Ist natürlich schade hier mit der Grafikkarte. Kann man das reparieren? Ich schraube das Notebook nachher mal auf und gucke mir zuerst mal das Notebook hier links an. Viele von euch kennen das Alienware bestimmt schon aus den anderen Videos auf dem Kanal. Hier zum Beispiel habe ich das Video, blende ich hier oben auch mal ein. Das war ein defektes Notebook, was ein Zuschauer eingeschickt hat, freundlicherweise. Und das habe ich wieder instand gesetzt und da war neben dem Netzteil auch die Grafikkarte kaputt. Hier in diesem Alienware, da ist so eine sogenannte MXM-Grafikkarte drin. Das sind Module, die sehen so aus. Ich habe die Karte mal aus der Tüte rausgeholt und da sieht man die Karte. Die hat hier neben die Anschlüsse hier links und hier, das ist eine Karte von AMD, sind die RAM-Module. Hier ist der Prozessor, da ist noch die Wärmeleitpaste drauf, das ist das Graue. Und hier sind noch weitere Bauteile und von hinten sieht die so aus. Und da steht dann hier auch oben die Seriennummer drauf. Und die Karte selber ist aber leider defekt, die war hier drin und die habe ich ausgetauscht gegen eine andere MXM-Karte. Bei Wikipedia gibt es einen guten Artikel zu diesen MXM-Karten, die ganz lang heißen Mobile PCI Express Module. Da gibt es auch verschiedene Typen,
Da gibt es Nummer 1, 2 und 3. Und ich habe hier eine MXM3-Karte, also eine bisschen neuere. Und die ist aber auch nicht ganz billig. So eine Karte kostet 100 Euro, 200, 300. Da gibt es sehr viele gebraucht, dummerweise aber auch sehr viele Defekte, die man gebraucht kaufen kann. Also so eine Karte auszutauschen ist möglich, aber teuer. In meinem Rechner ist eingebaut ein Core i7. Der hat auch eine eingebaute Grafikkarte, eine Intel HD. Und die gesteckte Karte, die ich da reingeschraubt habe, das ist eine AMD HD 5800. Die ist für Gaming durchaus geeignet. Ist nicht die leistungsstärkste Karte, aber die funktioniert mit den meisten Spielen ganz gut. Ich bin jetzt mal hier im BIOS drin und genauso wie bei dem anderen Notebook kann ich mir einmal den Prozessor anschauen und auch die Grafikkarte. Und hier unten steht dann Integrated Graphics Not Detected. Ich habe die Intel abgeschaltet und hier heißt die andere Grafikkarte, meine ATI, also die gesteckte, die heißt hier Discrete Graphics 1 und da ist es die ATI GFX. Genauso wie bei dem Acer Notebook kann ich hier in dem Menü ein bisschen an anderer Stelle hier unten den Display Adapter, diesen ersten Display Adapter Primary Display einstellen. Hier steht dann PEG, also PCI Express Graphics. Kann ich hier drauf drücken und dann kann ich entweder PEG nehmen, also die eingebaute Karte, also so eine Karte dann hier, oder hier SG, also die Karte, die Intel-Karte, die im Prozessor drin ist. Und da kann ich bei diesem Notebook und muss bei diesem Notebook per Hand umschalten. Vielen ist es bestimmt schon aufgefallen, hier drüben in diesem BIOS, als ich im BIOS war, bei diesem Acer, da waren zwei Grafikkarten, als ich die Nvidia aktiviert hatte und hier ist immer nur eine. Also das ist der grundlegende Unterschied. Einmal hier bei diesem Gaming-Notebook muss ich das hier einstellen im BIOS, welche Grafikkarte ich benutzen will. Dieses Notebook schaltet nicht automatisch um während des Betriebs von Windows 10, wenn ich zum Beispiel ein Spiel starte, auf die eingebaute, leistungsstarke Grafikkarte. Und dieses Notebook schaltet im Normalfall, wenn es funktionieren würde, aber automatisch um. Da sind beide aktiv. Die sind auch beide im Gerätemanager drin. Und wenn ich normal Windows betreibe, dann wird hier die Intel benutzt. Und wenn ich ein Spiel starte, wird automatisch umgeschaltet auf die Nvidia. Das ist hier bei diesem Notebook in diesem BIOS nicht der Fall. Da muss ich es am Anfang eintragen. Bei diesem Notebook war das Federbild mit einer defekten Grafikkarte aber ganz anders. Also wenn man diese defekte Grafikkarte einbaut und das Notebook einschaltet, passiert da gar nichts. Da piept es mal ab und zu, manchmal auch wieder nicht. Und hier der Bildschirm bleibt aber immer schwarz, also das will überhaupt nicht booten. Egal, ob hier die Intel aktiv ist im BIOS oder nicht. Und hier bei dem, wie gesagt, funktioniert es eben nur, wenn die Intel aktiv ist. Die kann man auch nicht ausbauen. Und das Notebook mache ich nachher auch mal auf und schaue da mal unten rein. Solche Grafikkarten, die können aber auch tatsächlich kaputt gehen, wenn die im Prozessor drin sind. Hier dieses kleine Netbook, Subnotebook, das hat ein Zuschauer gespendet, der hat das eingeschickt. Da sage ich mal vielen Dank. Und da ist nur ein Intel Atom drin. Das ist ein nicht besonders leistungsstarker Prozessor von Intel, also Überhitzung kennt der eigentlich nicht. Da ist die Grafikkarte auch defekt, sieht erstmal nicht so aus. Das Notebook funktioniert auch, ich kann die Maus bewegen, ist auch Windows 10 drauf installiert. Und das sieht erstmal nicht nach einem Defekt aus, aber das Problem hier ist, dass das Gerät nur funktioniert, wenn der Standard-Windows-Treiber aktiv ist. Also wenn ich den Treiber installiere vom Hersteller, also von Intel und eine höhere Auflösung einschalte, als man hier sieht, dann stürzt es ab, dann wird der Bildschirm schwarz und nichts passiert mehr. Dieses Netbook funktioniert also tadellos, solange hier der Microsoft Basic Display Adapter installiert ist und kein Treiber vom Hersteller. Sobald man diesen Treiber installiert von Intel, stürzt es ab und wird schwarz. Ich installiere mal den Treiber von Intel, dass ich auch die höhere Auflösung anzeigen kann. Und da schaue ich mal, was da passiert. Muss man wahrscheinlich das System gleich neu zu starten. Ich habe jetzt den Treiber installiert und Windows 10 startet neu. Und jetzt müsste normalerweise die hohe Auflösung eingestellt werden. Hier sieht man noch die Kreise. Dann wird der Bildschirm dunkel, dann passiert da meistens auch nichts mehr danach. Ab und zu flackert es mal und das war's dann. Jetzt wird hier versucht, eine Auflösung einzustellen von 1280 Punkten und das funktioniert aber nicht bei diesem Notebook. Da ist tatsächlich die Grafikkarte defekt. Eigentlich ist so ein Subnotebook, so ein Netbook unproblematisch. Hier, wie gesagt, Atom drin.
Der wird auch nicht allzu heiß. Da kann eigentlich nicht viel schief gehen. Da kann man eh nicht drauf gamen. Spiele laufen da nur ganz eingeschränkt. Das ist eigentlich ein Gerät für Office oder fürs Internet. Und hier ist aber trotzdem irgendwie die Grafikkarte kaputt gegangen. Ich habe das ausprobiert mit Windows 7, habe das neu installiert. 32-Bit, 64-Bit, hat alles nichts geholfen. Auch mit den Originaltreibern vom Hersteller, das hat nicht geholfen. Und ich hatte auch Linux mal drauf laufen lassen. Ging auch nicht. Auch Linux ist hier tatsächlich abgestürzt. Und wenn man ein Programm startet zum Überprüfen von der Grafikkarte unter Linux, dann gibt es auch tatsächlich Fehlermeldungen, die es jetzt hier in Windows gar nicht gibt. Hier passiert nichts mehr. Hier unten die LED leuchtet nicht mehr. Also hier hat es tatsächlich eine defekte Grafikkarte. Da gucke ich aber gleich mal rein. Das schraube ich mal auf und da kann man sich das mal anschauen, was man da innen so alles vorfindet und austauschen kann oder nicht. Aber hier rechts, dieses Dell Notebook, das ist der absolute Klassiker. Man sieht es direkt schon, braucht man gar nicht viel zu sagen. Das sind die Punkte, das sind die Artefakte auf dem Bildschirm, die jeder fürchtet, der eine Grafikkarte hat, die teuer ist, der ein Notebook hat, wo man die Grafikkarte nicht wechseln kann. Interessant ist, das Notebook funktioniert auch. Also ich habe das jetzt ungefähr 4 Stunden an, wird auch richtig schön warm hier alles. Und die Grafik ist nach wie vor defekt und da ändert sich auch nichts dran. Ich kann hier hoch und runter gehen, abgestürzt ist es nicht, aber so kann ich natürlich das Gerät nicht betreiben. Im BIOS sehe ich auch, was da für ein Prozessor drin ist. Das ist der Corto Duo, da ist keine eingebaute Intel-Grafikkarte drin und hier kann ich nach unten gehen und sehe dann die eingebaute Karte. Das ist eine Nvidia GeForce und die hat 512 MB RAM und da kann ich auch nichts umschalten, also ich kann den nur so betreiben mit der Karte, wie das jetzt hier zu sehen ist. Die kann ich auch nicht ausschalten und dann müsste ich eventuell die ausbauen, austauschen oder eben dann reparieren. Aber da gibt es keine andere Möglichkeit, das Notebook so zu betreiben, dass diese Artefakte jetzt nicht mehr dargestellt werden. Das Notebook, das schraube ich mal auf und gucke mir das mal von innen an. So sieht's von unten aus und da sieht man schon, hier hat es 2 Lüfter, einmal hier links ein, einmal hier rechts ein. Heißt also, da muss eine ganze Menge Wärme abtransportiert werden. Und ich gucke hier mal unten drunter, da habe ich hier die WLAN-Karte oder die WLAN-Karten und hier dürfte man wahrscheinlich an das RAM rankommen. Tatsächlich, hier sind die RAM-Module und um hier an den Lüfter ranzukommen, da muss man die Bodenplatte abnehmen. Da kommt dann zuerst mal die Tastatur raus und da sieht man schon direkt einen riesen Kühlkörper, ist auch ordentlich warm. Hier haben wir eine Heatpipe und hier haben wir noch eine zweite, eventuell hier eine dritte, das sieht man jetzt nicht so genau. Hier drüben scheint der Prozessor zu sein und das sieht nach einer guten Überhitzung aus und ich gucke mal, ob man die Grafikkarte hier wechseln kann. Hier habe ich jede Menge Schrauben rausgemacht und so wie es scheint, kann man hier das Display komplett abheben oder muss es da noch tun. Mal schauen. Und ja, da müssen noch ein paar Stecker ab. Das sieht schon mal ganz gut aus. Und hier hinten gibt es noch einen. Und irgendwas hängt hier noch. Wahrscheinlich das Touchpad. Das kann auch raus. Und dann kann man das Ganze hier abnehmen. Das ist sehr originell gemacht. Meistens geht das ein bisschen anders. Und hier sieht man dann schon die gesamte Kühlung und die Lüfter. Das sind die Komponenten im Einzelnen. Einmal die CPU, die Intel CPU, dann hier nochmal der Chipsatz, der da mitgekühlt wird. Hier mit dieser Heatpipe und mit dem Lüfter hier links. Funktioniert aber, dreht sich. Und hier dieses Riesending, das ist die Grafikkarte. Hier war ja der Monitor, den hatte ich ja eben abgemacht. Und die wird so heiß, die hat sogar 2 Heatpipes. Einmal hier links wird nochmal von diesem Lüfter mitgekühlt und dann hat die nochmal einen eigenen Kühler, dreht sich auch, ist auch nicht verstaubt oder sowas und wird hier rechts mitgekühlt, ist allerdings sehr heiß und man kann, denke ich mal, schon davon ausgehen, dass die irgendwann mal in den letzten Jahren Hitzeschaden erlitten hat. Ich löse hier mal die Schrauben ganz vorsichtig, mal gucken, ob man das so rausnehmen kann. Man kann es tatsächlich. Und hier habe ich meine Grafikkarte. Die Schrauben sind noch oben drin. Dann sieht man hier die Kühlung mit den Heatpipes und hier das große Metallstück. Das ist natürlich der Kühler selber. Und so sieht es hier unten drunter aus.
Die Streifen auf dem Display, die man gesehen hat, die waren aber von Anfang an schon drauf. Also das heißt, direkt nach dem Einschalten, auch wenn das Notebook kalt ist, also mit der Kühlung selbst hat das wahrscheinlich nichts zu tun. Da wird es auch nicht helfen, hier die Wärmeleitpaste zu wechseln. So sieht das aus. Hier ist nur mal so eine Folie außen drumrum. Und dieser IC, der ist hier aufgelötet auf die Platine. Der ist jetzt nicht aufgesteckt. Nein, definitiv nicht. Und wenn man das reparieren möchte, dann braucht man so eine neue Platine. Ich habe hier die Wärmeleitpaste mal abgemacht. Da steht dann Nvidia drauf und irgendwo auf der Karte ganz klein gedruckt steht auch eine Modellnummer drauf. Das ist hier oben. Da steht die P469 so rum. Und da ist natürlich die entscheidende Frage, kriege ich sowas als Ersatzteil? Ist unheimlich schwer zu bekommen, weil diese MXM-Karten, diese hier, die ich vorhin gezeigt hatte, die haben natürlich ganz offensichtlich ein anderes Format, also man kann die austauschen. Ich habe mal ein bisschen gegoogelt, Ersatzteile gibt es da, für 70 Euro hätte ich eine gefunden, aber auch gebraucht und Funktion mehr oder minder unbekannt. Derjenige hat hingeschrieben, aus lagerfähigem Gerät ausgebaut, was immer das bedeuten mag. Und die Frage ist natürlich, rechnen sich es generell, 70 Euro hier nochmal rein zu investieren? Also ich würde mal eher sagen, nein. Die nächste Möglichkeit ist noch ab in den Backofen. Das haben viele auch in die YouTube-Kommentare geschrieben. Das ist natürlich die letzte Möglichkeit. Muss man vorher mal die Folie natürlich entfernen, auch hier. Es gibt sogenannte Heißluftstationen. Das ist wie eine Lötstation. Da kommt dann ganz zielgerichtet heiße Luft raus, also so mehrere hundert Grad. Und dann kann man bestimmte Bauteile damit bestreichen, damit die vielleicht besser Kontakt kriegen. Könnte ja durchaus der Fall sein bei solchen Grafikkarten. Ist aber natürlich auch so ein bisschen das Fischen im Trüben. Und es ist auch nur ein Versuch. Also austauschen meines Erachtens, wenn man da 70 Euro für bezahlt, lohnt sich nicht. Die neuen Karten passen auch nicht. Man kriegt auch wieder eine alte. Also ich denke mal, das hier ist ein Ersatzteilträger. Mein kleines Netbook, das ist wirklich ein schönes Gerät, hat wie gesagt ein Zuschauer eingeschickt und ist wirklich schade, dass es nicht funktioniert. Kann man so ein paar lustige Sachen mitmachen, man kann hier den Bildschirm drehen und eigentlich ist so ein Atomprozessor auch nicht allzu kompliziert. Da gucke ich mal rein, da mache ich erstmal hier die SSD raus, die da drin ist und dann schaue ich mir mal die Platine an. Da sieht man schon direkt den Unterschied im Design. Hier ist nicht allzu viel an Hardware da. Hier ist das Fach für die SSD oder Festplatte. RAM-Modul habe ich eben ausgebaut. Hier einmal das WLAN-Modul und das Funkmodul. Und hier drüben, da sind die Auslasslöcher für den Lüfter, der irgendwo hier unten drunter ist. Und da sieht man hier neben schon so ein Kühlblech, dieses hier. Und das kühlt hier die CPU. Hier unten ist, also hier neben, auch keine Platine mehr. Hier ist keine Platine. Hier unten noch ein bisschen, da ist der Lautsprecher oder sind die Lautsprecher. Also die komplette Logikeinheit, Prozessor, Grafikkarte sitzt dann hier. Erstmal die Tastatur ausbauen. Die kommt zuerst raus. Muss man aufpassen, wie immer wegen dem Kabel, dass man hier keine Flachbandkabel abreißt. Und hier sind diverse Schrauben drin, die müssen raus und dann kann man hier die Klappe oben abmachen. Dann ist hier die Oberschale lose. Mal gucken, ob ich das so ohne weiteres rausbekomme. Das hängt natürlich immer noch irgendwelchen Plastiknasen. Und ganz besonders hier mit diesem Drehgelenk ist das sehr schwer, das rauszubekommen. Jetzt ist die Oberschale weg und da sieht man dann auch den Lüfter. Der sitzt hier links und unten drunter ist dieses Blech. So, dieses Mainboard, das ist ganz besonders fies hier in diesem Rahmen drin, weil es eben so klein ist und links und rechts so eingerastet ist. Und hier hinten ist noch der Akku. Und jetzt kann ich das hier so ein bisschen anheben und dann sehe ich hier diese Kühler. Das, was man hier schon sieht, das ist auch alles gar kein Vergleich zu dem Dell Notebook von eben. Also hier ist wesentlich weniger Hardware verbaut. Und hier unten drunter, da ist der Atomprozessor und noch der Chipsatz. Und beide, die werden hier gekühlt durch diesen Lüfter. Der dreht sich auch, der funktioniert auch, der wird auch nicht zu heiß. Und bei diesem Notebook ist das Fehlerbild derart, dass es ganz egal ist, wie lange man das Gerät betreibt. Der Fehler kommt direkt, also auch kein Wärmefehler, der durch eventuell Verbesserung der Kühlung zu beseitigen wäre. Und hier die
ICs, die sind auf die Platine aufgelötet, kann man auch nichts austauschen, nichts rausnehmen. Also wenn man das reparieren möchte, dann muss man eigentlich die ganze Platine ersetzen. Also das hier ist leider Elektroschrott. Hier habe ich das Acer, was am Anfang ja auch nicht funktioniert hatte, was ich da gezeigt hatte. Und da musste man ja die Nvidia abschalten, damit es funktioniert. Und dann lief das mit der Intel weiter. Und da gucke ich jetzt mal rein und schau mal, ob man da irgendwas austauschen kann. Bei dem Acer ist hier oben der Akku drin gewesen. Dann hier das optische Laufwerk habe ich eben rausgezogen. Also hier kann schon mal keine CPU drunter sein. Hier dann die Festplatte, RAM-Module. Und hier ist der Lüfter dann zu sehen. Hier der Auslass von dem Lüfter. Also muss dann die CPU und die Grafikkarte, die müssen irgendwo hier unten drunter sein. Da nur ein Lüfter da ist, gehe ich mal davon aus, dass es entsprechend gut gekühlt ist oder dass sie mal davon ausgegangen sind, dass es nicht allzu heiß wird. Die Tastatur, die muss natürlich auch hier raus und da sind hier unten noch weitere Schrauben, die man ausbauen muss. Hier drüben sieht man schon den Lüfter und hier müsste die defekte Grafikkarte sein. Den Deckel kann man jetzt abnehmen und wenn ihr mal sowas auseinanderbaut, so ein Notebook, passt auf, im Akkuschacht, da gibt es auch bei vielen Notebooks nochmal ganz kleine Schrauben, sieht man ganz schwer, hier sind es dann 1, 2, 3, 4 und 5 gewesen und wenn man das hier abmacht und hat die noch hinten drin, dann reißt man hier hinten Teile vom Plastik raus, dann hält es hier nicht mehr oder ist ganz kaputt, immer vorsichtig sein, alle Schrauben rausschrauben, die da drin sind. Hier habe ich jetzt mein Mainboard hier links, dann habe ich den Lüfter und dann muss ich hier jetzt das Mainboard ausbauen, um unten an den Lüfter dran zu kommen. So, jetzt ist das Mainboard lose und nach zähen Versuchen kann man das endlich hier rausnehmen. Also das ist ganz besonders übel hier reingeschraubt. Überall kleine versteckte Schrauben, hier waren zwei, hier noch eine und unten muss man noch die WLAN-Karte losschrauben. Muss man bei den meisten Notebooks überhaupt nicht und jetzt kann ich das mal so hochklappen. Und da sieht man einmal Grafikkarte, CPU und hier den Lüfter und auch wieder zwei Heatpipes. Heißt, hier wird es also oder wurde es mal ganz besonders heiß. Ich schraube das hier oben mal ab und dann ist das hier ein bisschen locker. Ich vermute mal, dass hier die CPU drunter ist, aber das wird man hier gleich sehen. So. Jetzt ist das auch lose und oh weia, hier ist jede Menge Staub drin. Da sieht man mal, wie schwer man das hier alles rausbekommt. Da muss man bei diesem Modell eigentlich fast alles auseinanderschrauben. Mir ist aufgefallen bei dem Betrieb von diesem Gerät, auch mit der Intel-Grafikkarte, das roch nach einer Zeit ziemlich unangenehm und das ist eben dieser Staub, der da heiß wird. Und da muss man wirklich regelmäßig gucken, dass das alles sauber ist, auch wenn es wirklich schwer fällt, wenn man da viel auseinanderbauen muss. So, mal die Wärmeleitpaste abmachen. So sieht's also aus. Hier ist die Intel CPU. Das ist ja der Core i-Prozessor. Das steht hier oben auch drauf. Das ist ein PGA-Sockel 989. Auf dem Prozessor selber steht gar nichts drauf. Das glänzt einfach nur, das spiegelt nur. Und hier unten ist meine Nvidia-Grafikkarte. Kann man so rumdrehen. Halte ich mal in die Kamera und da steht dann Nvidia drauf und die kann ich natürlich so in der Form auch nicht austauschen ohne weiteres. Ich könnte hier noch mal mit einem Heißluftföhn drüber gehen, aber das ist eher nur so eine Vermutung, dass es was helfen könnte, so der letzte Versuch. Also hier ist auch das Mainboard defekt. Gut wenigstens, dass es noch mit der eingebauten Intel Grafikkarte funktioniert, dass ich die abschalten kann. Zuletzt schaue ich jetzt nochmal in mein Alienware rein. Da habe ich die Grafikkarte ja gewechselt. Das geht wunderbar einfach. Da hat man normalerweise keine Probleme, die Grafikkarte auszutauschen. Ich habe es ausgemacht, runtergefahren und jetzt hier umgedreht. Und das ist die Unterseite. Da sind zwei Schrauben drin. Nummer 1, Nummer 2 habe ich schon rausgeschraubt. Da kann man einfach die Bodenplatte entfernen. Lege ich mal hier nebenhin und da sieht man auch zwei Lüfter, Lüfter Nummer 1 links, Lüfter Nummer 2 rechts. Hier unschwer zu erkennen, das ist die Grafikkarte. Ich nehme mal die andere, halte die mal so daneben,
Das ist die gleiche Größe. Hier drüben ist der Prozessor, da komme ich prima dran. Und da sieht man auch, wie viel Energie hier abgeleitet werden muss. Jetzt 3 Heatpipes, ein Lüfter nur für die Grafikkarte. Das wird also schon ordentlich heiß. Hier geht es sogar jetzt, aber da liefen in der ganzen Zeit ja auch keine Spiele drauf. Wenn ich so eine Grafikkarte wechseln will, ist es super einfach. Einmal die Heatpipe abschrauben, 1, 2, 3, 4 Schrauben. Dann kann ich die einfach hier so abnehmen. Die Grafikkarte selbst ist mit 2 Schrauben befestigt. Hier links eine, hier rechts eine, rausschrauben, Karte rausziehen und hier dann die neue reinstecken. Das geht quasi wie bei einem PC eigentlich noch ein bisschen einfacher in diesem Fall. Nachteil allerdings auch, wie gesagt, die Grafikkarten sind ziemlich teuer, 100, 200, 300 Euro. Kriegt man viel gebraucht, viele in undefinierbarem Zustand, wo die Verkäufer hinschreiben, ist gebraucht, hat noch funktioniert, aber die gehen eben auch gerne kaputt. Also hier sind 50% kaputt, die funktioniert, die ist defekt. Und beim Prozessor ist es so ähnlich, den kann man auch leicht austauschen, wobei das macht ja kaum einer. Wie man jetzt hier bei den 4 Notebooks gesehen hat, die Grafikkarten gehen durchaus mal kaputt und das auch gar nicht mal so selten. Da gibt es alle möglichen Fehlerbilder von, teilweise kann man es reparieren, teilweise nicht. Manchmal lohnt es sich, manchmal nicht, je nachdem, wenn ihr 2 Notebooks habt, die irgendwie günstig bekommt und könnt da Teile tauschen, dann macht es natürlich Sinn. Da macht es auch mal Sinn, ein komplettes Mainboard zu wechseln, wie hier. Oder wenn ihr ein funktionierendes Mainboard kriegt, könnt ihr die CPU tauschen und könnt dann auf das funktionierende Mainboard mit der Grafikkarte die alte CPU machen. Dann, wenn man die Sachen eben gebraucht bekommt, dann kann man das sinnvoll reparieren. Ist aber meistens sehr viel Aufwand. Hier sieht man ja schon, hier liegt alles voller Teile. Ist auch wirklich sehr aufwendig, alles auseinanderzuschrauben und dann auch funktionierend wieder zusammenzubekommen. Von meinen 4 Notebooks, die ich hier habe, da kann ich dieses noch benutzen. Das kann ich ja reparieren oder konnte ich ja reparieren. Das ist dieses Gaming-Notebook, funktioniert auch sehr gut. Und das andere kann ich mit der Intel-Grafikkarte benutzen. Die beiden anderen, die ich am Anfang gezeigt hatte, die sind allerdings nur noch Ersatzteilträger. Wenn ihr noch Fragen zu dem Thema habt, schreibt sie unten in die Kommentare, da antworte ich gerne drauf. Oder wenn ihr irgendwelche Tipps habt, wie man sowas repariert, was ich vielleicht nicht genannt habe, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und dem Video einen Daumen hoch zu geben. Schaut mal unten in der YouTube-Videobeschreibung, da findet ihr noch weitere Links zu diesen Videos. Guckt mal hier auf der Seite tooltime.de, da findet ihr auch die Videos zu dem Gaming-Laptop. Das wurde ja auch repariert, hat auch ganz schön lange gedauert, haben auch viele User geholfen und Tipps gegeben. Da sage ich mal vielen Dank. Wenn ihr irgendwas spenden möchtet, irgendeine Hardware, ein defektes Notebook oder irgendwas, was ihr nicht mehr braucht, schreibt einfach mal eine E-Mail an die entsprechende Adresse. Die Adresse, wenn ihr was spenden wollt, die findet ihr unten auf der Seite tooltime.de. Da klickt ihr auf Kontakt und Hardware spenden. Und dann gibt es dann hier so eine kleine Erklärung und die E-Mail-Adresse dazu. Tut immer mal ein Bild hinten an die E-Mail mit dran, damit man sich da ein Bild machen kann. Und dann kann ich da eventuell ein Video drüber machen und das Ganze mal den Zuschauern zeigen. Auf der Seite tooltime.de findet ihr noch hunderte andere Videos zum Thema Drucker, wie man die repariert, wie man Festplatten klont, Windows 10 Notebooks, wie man die auseinanderbaut, repariert, Monitore, Reparatur, dann PC-Technik, Netzteile, Mainboards, auch irgendwelche Retro-Sachen, wie PCs früher waren oder andere Sachen, die Zuschauer eingeschickt haben. Schaut euch einfach mal um, da sind mit Sicherheit jede Menge Sachen für euch dabei. Hier blende ich noch ein paar andere Videos ein auf dem YouTube-Kanal. Da seht ihr dann, wie man Notebooks auseinanderbaut, repariert, wie man Windows 10 installiert, Festplatten klont auf SSDs oder Windows 10 Probleme behebt. Da seht ihr, wie man andere Drucker auseinanderbaut, Druckköpfe reinigt und instand setzt von Canon, Brother und so weiter. Schaut euch einfach mal um auf dem YouTube-Kanal, da sind auch noch jede Menge Videos für euch.